Team St. Josef ein herzliches Willkommen zum 5. Fastensonntag. Zum Anfang wollen wir unsere Kerze entzünden. Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Impuls heute erzählt die Geschichte von Josef von Nazareth. St. Josef ist der Name unserer Kita und daher denken wir am 19.03. ganz besonders an unseren Namenspatron und feiern an diesem Tag seinen Namenstag. Josef ist auch der Schutzpatron der katholischen Kirche, der Erzieher, der Familien, Kindern und Jugendlichen. So heißt es in einem Steckbrief vom heiligen Josef. Jetzt wollen wir euch gerne die Geschichte von Josef erzählen. Ich heiße Josef und arbeitete als Zimmermann in Nazareth. Ich war schon ziemlich alt, als ich mich entschloss zu heiraten. Ich verlobte mich mit der jungen Maria. Eines Tages kam Maria ganz aufgeregt zu mir und erzählte mir freudestrahlend: Josef, welche Freude! Ich erwarte ein Kind. Genau wie ein Engel es mir vorhergesagt hatte. Ich trage den Sohn Gottes unter meinem Herzen. Da war ich ganz entsetzt und enttäuscht von Maria. Wie konnte sie mir das antun? Wir waren doch noch gar nicht verheiratet und lebten noch nicht zusammen. Sie konnte doch nur von einem anderen Mann schwanger sein und erzählt mir jetzt eine so haarsträubende Geschichte. Ich war wie vor den Kopf gestoßen. Wortlos drehte ich mich um und ging. Was sollte ich tun? Ich dachte bei mir: Das Beste wird wohl sein, ich löse die Verlobung und trenne mich in aller Stille von ihr. Dann kann Maria den anderen Mann heiraten. Ich war sehr unglücklich. In dieser Nacht fand ich nur ganz schwer in den Schlaf und hatte dann einen ganz seltsamen Traum. Ein Engel erschien mir und sprach: Josef, fürchte dich nicht, Maria zur Frau zu nehmen. Das Kind, das sie erwartet, kommt von Gott. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Ich erwachte und erkannte, dass Maria die Wahrheit gesagt hatte. Ich hatte ihr Unrecht getan. Er gelobte Gott, mich um das Kind zu kümmern, wie es ein Vater tut. So heiratete ich Maria und freute mich auf die Geburt unseres Sohnes. Für meine Frau und mein Kind würde ich alles tun. Gott vertraute mir und ich vertraute auf Gott. Ich war Maria ein liebevoller Ehemann und für Jesus ein liebevoller Vater. Ich sorgte für den Schutz und für ein gutes Leben meiner Familie. Nichts sollte ihnen fehlen. Ich war stolz, so ein wundervolles Kind zu haben. Josef war ein Papa, wie es euer Papa ist. Daher wollen wir gemeinsam beten. Und wer möchte, kann die Hände falten. Lieber Gott, ich danke dir für meinen Papa. Ich habe ihn sehr lieb und ich bin stolz auf ihn. Pass gut auf ihn auf, damit ich noch lange Zeit mit ihm verbringen kann. Pass auch gut auf meine Mama auf, denn beide sind mir ganz wichtig. Amen. Ich hab meinen Papa lieb, weil er mit immer Fernsehen macht. Ich hab eine Überraschung von Mama bekommen habe. Ich liebe meinen Papa. Ich habe meinen Papa lieb, weil der mich mit mir immer Liegestütze macht. Ich bin dankbar für das neue Playmobil-Piratenschiff, das mir meine Eltern gekauft haben. Ich bin dankbar für Mama und Papa, dass sie mit mir Zeit verbringen. Ich bin froh, dass ich und meine Mama immer so einen schönen Geburtstag für mich feiern. Mama und Papa, weil mit sie spielen, Mama und Papa. Ich bin dankbar, dass mein Vater mir immer ein Happy Meal kauft von McDonald's und Cola. Mama ist richtig toll, wenn sie so nett ist. Papa ist auch toll. Ja, damit ist der Impuls auch schon zu Ende. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wünschen euch auch im Namen des Teams noch einen ganz tollen Sonntag.